Ich grüße dich jetzt. Liegt's an mir, dir wieder etwas Gutes zu tun? Also schauen wir mal in dein Feld. Thema Umzug, dass du umziehen kannst. Was es verhindert, dass du endlich an den Ort kommst, wo du dich wohlfühlst und genährt bist und es auch erkennst, wo dieser Ort ist. Weil wenn der Ort sagt, hallo, hier musst du langlaufen, du siehst aber das rote Pfeilchen nicht, wo du langlaufen musst oder dass das da blinkt, ist es nicht gerade hilfreich, ne? Um dich dahin zu bringen, wo du hingehörst. Ich fummle schon mal, wie vorne bist du wie mit Blech voll so dran und das mache ich mal weg. Schon fertig, wird schon weiß, wird schon neblig. Irgendwas willst du von mir verbergen. Dich verstecken willst du, dass ich dich nicht sehe, dass ich dich nicht kenne, erkenne. Hahaha, you are so clever, girl, so clever. Erstens funktioniert nicht bei mir. Und zweitens, du kleine Mistmade, in Anführungsstrichen. Du verweigerst dich, deiner Berufung, deinem Sein zu folgen. Und deshalb versteckst du dich gerade vor mir in diesem weißen Nebel. Weil du weißt, ich will das jetzt auflösen, um dich dahin zu bringen, wo du hin sollst. Und das ist dann natürlich eine andere Kategorie des, was ich zu tun habe, zu lassen habe, zu erkennen und zu erfahren habe. Gott sei Dank kenne ich sowas ja überhaupt nicht. Verstehst du, Schatz? Never, never. Ja, aber du grinst schon, weil ich dich erkannt habe. Ich liebe es, wenn ihr Mist, ihr kleinen Schnuckels versucht, mich hier zu verkackeiern. Jetzt hältst du deinen Bauch. Vor Lachen natürlich. Okay. Der Punkt ist, das, was du jetzt hast, das bist du gewöhnt, das gibt dir Sicherheit. Unsere Box, ne? Wie gesagt, ich habe das Thema Box erfunden. Du würdest gehen von dem Ort, wo du jetzt bist. Wenn man dir etwas Neues zeigen würde, was möglich ist in deinem Leben, eine neue Perspektive. Ich schwinge dir jetzt mal eine Energie in dein drittes Auge ein und ins Kronchakra, die deinen Kopf-Kino-Fernseher mal anders polt und ein anderes Programm reinmacht, sodass du mit mir jetzt Bock hast, dich auf den Weg zu machen in deine neue Ebene, wo du gerne jetzt sein willst. Was in einem Jahr ist, das interessiert uns nicht, weil wir sind im Hier und Jetzt. Ist drinne die Energie im Kopf und breitet sich über die Halswirbelsäule im ganzen Körper aus. Aus der Wirbelsäule Prana-Röhre ploppen jetzt Nägel raus, die dich stark festgesetzt haben, dort wo du jetzt bist. Keine Flexibilität. Der Raum geht auf, Engel. Spür mal rein. Die Schultern gehen nach unten. Die Möpse gehen raus. Du stehst da. Oh, ja, ich bin da. Ich habe Mut. Ich habe Lust, die neue Welt, das neue Leben, mein neues Leben zu entdecken. Herauszufinden, was für mich jetzt möglich ist. Du hast dich immer klein gehalten, klein gemacht, um dich anzupassen. Deshalb Nägel, Wirbelsäule, unflexibel zu sein. Weil die Welt da draußen ist unflexibel. Wo es uns denn gebracht hat, sehen wir jetzt, ne? Ah ja. Es wird leichter. Wow, du kriegst jetzt Engelsflügel. Schmelz, ganz kleine. Ist auch keine großen, verstanden? Du hast dir jetzt gerade mal die kleinen verdient. Es wird warm. Weiß, weich, leichter vom Rücken her. Die Last der Vergangenheit, diese Nägel sind jetzt weg. Und jetzt müssen wir vorne noch frei machen.
Da wird es besser und jetzt weiß, aber das ist ein gutes Weiß. Weil weder du noch ich brauchen mir das jetzt angucken, was sie machen, um dieses Blechgedöns von deinem Front wegzumachen. Ah. Du hast wie so ein Schulranzen falsch rum auf und das als Blech. Und dieser falsch rumme Schulranzen Blechgedöns-Sache wird jetzt abgenommen von dir, sodass du dich vorne auch wieder wohler fühlst. Stehst jetzt auf, die Buchsen waren auf dem Boden. Ich liebe eure Bilder in meinem Fernseher. Ja, und ziehst jetzt deine Buxis hoch bis unter die Möpse. Und jetzt sagt mir, ey, ich bin jetzt bereit, meinen Koffer, meine Tasche zu nehmen und mit dir zu diesem Neuen zu gehen. Du hast noch um Hals eine Kette, da ist wie so eine Hundepfeife dran. Und das ist so wie so ein schwarzmagisches Artefakt, natürlich in Gold, wir haben es bunt angemalt, ne? Dann ist es ja was Gutes. Das nimmst du bitte ab in deinen Lavakorb oder in deinen Lavasee, bitte sofort. Es sei denn, du willst es behalten, dann brauchen wir hier nicht weitermachen. Ne? Aber ich sehe das nicht so, dass du das willst, sondern du willst dich befreien. Und dieses Ding ist so dieser Schlüssel, wo du dich selbst eingeschlossen hast auf der Ebene, wo du gerade bist. Und wenn du den loslässt in deinen Lavakorb oder See, dann öffnen sich die Tore, ja, die sind offen. Gut. So, jetzt musst du dir vorstellen, vor dir ist eine ovale Öffnung. Und da gehst du jetzt mal mit deinem Koffer und Tasche durch. Du musst die Füße schön hoch machen, um da durchzukommen, weil das ist eine sehr hohe Schwelle, wo du rübersteigen musst. Okay. Und jetzt, wenn du draußen bist, stellst du bitte Koffer und Tasche ab. Und gehst nicht in die offene Tür treten, hörst du, sondern du trittst rechts oder links. Tritt mal dieses magische Gefängnis in deinen Lavasee. So mit Vollschmackes, dass du dich da nicht mehr wieder zu verirren kannst oder nicht mehr eingesperrt werden kannst. Sehr gut. Dann nimm deine Tasche und du stehst jetzt auf einer Plattform und wirst jetzt in die Ebene zurückgebracht, wo du hingehörst. Wo du jetzt sein solltest, jetzt. Das ist ein riesenlanger Gang. So als wenn du auf dem Flughafen bist und musst jetzt von Terminal A zu Terminal X. Und das ist durch den ganzen Flughafen durch. Und bist auf so einem kleinen Kart. Und jetzt fährst du da eben zu Terminal X hin. Mal gucken, wo wir dich hinfliegen. Aha. Also die Deutschlandenergien hast du mega gepachtet. Wald, Natur, Grün, ein wunderschönes Grün. Ich fühle mich wohl da. Und das ist so, als wenn du da völliges Brachland gleich einnehmen wirst, dann wirst du eben Bäume abholzen und Garten anlegen, eine Blockhütte wirst du dir bauen und du kannst das alles. Du hast dieses Wissen, du bist der Architekt deines Lebens. Du bist ein Architekt und du kannst solche Dinge bauen. Heim, Heimat, Häuser bauen, das muss nicht in echt sein, hörst du? Nicht in echt. Sondern wir reden ja auch gerne von Metaphern. Bist jetzt im absoluten Niemandsland und du hast jetzt zig Wege, wo du hin kannst. Ich darf dir da nicht helfen. Erlaube dir mal jetzt den Weg zu gehen in dir drinne, der jetzt dran ist. Gib dir einfach nur ein Go oder ich gehe oder was auch immer. Jetzt überlegt sie erst noch rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Welcher Weg zieht dich am meisten in deine, in Anführungsstrichen, Zukunft?
Übergib mal deiner Seele die Führung jetzt. Hey, nicht dagegen wehren, Erna. Nicht mehr in den Kopf gehen, loslassen, laufen lassen, so ist gut. So, jetzt bist du da, das ist so wie, als wenn du wirklich jetzt auf einem anderen Planeten bist und alles komplett anders ist. Die ganze Welt ist voll anders. Es ist wie eingepackt in glitzerndes Cellophan-Dingsbums und das muss jetzt entwickeln. Na, dann fangen wir an. Alles runterreißen. Dahinter ist die Leinwand deines Lebens. Das fällt jetzt alles in den Lavasee, dieses Cellophan. Und du fängst jetzt an, ohne darüber nachzudenken. Und das Schöne ist, Engel, kein Drama, kein Schmerz, keine Melancholie dessen, was du verlassen hast, sondern dieses Neue. Du hast so Bock, du hast so Hunger, du hast so ein Verlangen in dir, wie du es noch nie gefühlt hast, dir diese Welt jetzt schön zu machen. Kein Gedanke, nicht mal eine Sekunde liegt da, dass du dieses alte Leben, was wir jetzt hinter dir gelassen haben, bedauerst, es hinter dir gelassen zu haben. Es ist alles durchsichtig, glasig, goldig, silberig, diese Dinge, die du da jetzt hast. Und die zeigen mir an, du sollst Pinsel und Farbe nehmen und dir dein eigenes Bild jetzt malen. Und das erfordert aber Zeit. Hast du gehört, nicht da ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt, dann wirst du wieder völlig überfordert sein, weil du das Zusammenhangsgedöns nicht siehst. Da ist ein Baum, mal den, so wie du den haben willst. Dann eben die Blume, dann eben das Haus, dann eben das Auto, das du dir baust. Mir Jacke wie Hose. Male langsam und entspannt. Zuerst mal zu alles Gold, okay. Und Gold. Sehr schön. Wird immer leichter. Und es fällt dir immer leichter, dein Bild jetzt zu malen. Weil die Vergangenheit hast du losgelassen, du hast Raum geschaffen. Du hast die Unflexibilität und die Verstärkung in deinem Rückgrat losgelassen. Ich hole dir jetzt noch was aus dem Rückgrat raus und du kannst derweil malen. Dein Körper öffnet sich weiter. Mein Körper fühlt sich gerade sauwohl. Ich gebe dir eine Heilenergie in dein Feld, beziehungsweise lade deinen Körper ein, diese Heilenergie jetzt zu empfangen von sich aus. Entspanne dich und schließe, wenn du magst, die Augen. Dein Gesicht entspannt sich, der Kummer, der Schmerz, das Drama, das Opfer. Geht jetzt aus deinem Gesicht, entfernt sich aus deinem Gesicht, so dass diese Opferfalten, man sieht es ja einem an, wenn man viel Schmerz und Kummer ertragen hat, viel gelitten hat, das wird jetzt rausgehen aus deinem Gesicht und es ist so, als wenn innerlich einer mit einem Bügeleisen jetzt die Falten rausbügelt. Alle Meridiane bereinigen sich und ich begrade jetzt deine Körpermatrix, jede Ebene. Dein Körper wird immer leichter, du fühlst dich immer freier, du hast immer mehr Raum in dir und um dich herum. Und wenn du dich jetzt ausdehnst, Engel, tut es nicht mehr weh. Da sind keine scharfen Kanten mehr und Ecken und Schmirgelpapier, wo du dich verletzen kannst. Sondern es ist alles fluffig wie Watte.
Füße wollen noch nicht so, wie ich will. Aber ich bin da stur. Du hast noch so wie falsche Schuhe an, wo du glaubst, du brauchst sie, um mehr Stabilität zu haben. Also erster Fuß draußen. Den Schuh kannst du jetzt in Lavasee kicken. Den zweiten Schuh bitte auch in den Lavasee kicken. Jetzt werden erstmal deine Füßchen hier reinigt. Weil die waren ganz reingequetscht in die Schuhe, weißt du? Boah, jetzt hast du Clownsfüße, so große. Sehr gut. Der linke zuerst, erde dich, also Fuß auf Erde. Und dann wirst du sofort eingebunden. Jetzt der rechte Fuß. Du fühlst dich stabiler, stärker, größer, obwohl du nicht größer bist. Mehr, präsenter, obwohl sich eigentlich nichts verändert hat. Aber du strahlst von innen heraus, du zeigst dich. Du lässt dich jetzt leiten. Und überall da, wo du jetzt läufst, sind überall Pfeile. Und du wirst genau, oh, die Pfeilrichtung, die Pfeilrichtung. Und dann komme ich dahin, wo ich hin will. Und du erlaubst dir endlich mal, deinen, nicht falsch verstehen, Pizza Pommes Mario Arsch auf deinem Thron sitzen zu lassen. Und deine Angestellten, die deinen Thron von A nach B tragen, auch jetzt ihre Arbeit machen zu lassen. Du sitzt auf deinem Thron in so einer Sänfte und die tragen dich jetzt auf ihren Schultern von A nach B. Du lässt es einfach mal zu und du kämpfst nicht mehr für etwas, sondern du empfängst jetzt Achtung, Respekt und Ehrgefühl. Und du fühlst dich wohl damit. Wie eine Prinzessin, so wie man eben in so einer Sänfte ist, so eine. Keine Ahnung, wo die da so machen. Ist ja auch real. Hey. Sie setzen dich jetzt ab und du darfst zum ersten Mal auf deinen zwei Füßen stehen. Bist in einer wunderschönen Anbindung, wirst jetzt in deine Realität angebunden, eingebunden. Sodass du dich sicher fühlst, wenn mal ein Kanal abreißt, sind ja noch Hunderttausende da und die beschützen dich. Und der abgerissene Kanal, der repariert sich von alleine. So wie wenn du geschnitten bist, verstehst du, ist ja die Wunde, die geht ja auch alleine zu. Dein Körper weiß und somit weiß auch deine Realität, was zu tun ist, wenn ein Kanal abgerissen ist. Du wirst dadurch jetzt noch sensibler, erkennst mehr. Und du kannst richtig laut und unangenehm sein und schreien, wenn dir irgendetwas nicht passt. Und du lässt diese Macht, diese Lautstärke in dir endlich raus und verkrampfst sie nicht mehr im Halschakra. Du bist jetzt richtig eingebunden, Erde, Urquelle, an die Wände deiner Realität. Und du darfst jetzt malen, so viel, so lange, wie du willst. Und mutig sein, deine selbstgewählte Müllhalde in Anführungsstrichen jetzt zu verlassen, um in ein wirklich grünes, nährendes Umfeld zu gehen. Bitte trink neblig weißes Wasser, so viel du kannst. Vorstellen, du weißt oben rein, unten raus. Genieße den restlichen Nachmittag. Ich danke von Herzen für dein Vertrauen, dass ich dir wieder helfen durfte. Fühle dich umarmt und ich freue mich, auf dein nächstes Video, dir wieder helfen zu dürfen. Mach's gut, Engel.